Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Video zum Thema Projekt Black Horizon. Hier im Hintergrund, Black Horizon ist soweit fertig. In dem Video möchte ich nochmal auf die Hardware eingehen, auf die Kühlung, die Temperaturen, die Leistungsdaten, den Stromverbrauch und auch auf zwei Probleme und auch zwei Verbesserungen, die anstehen. Also das Projekt ist an sich soweit fertig, aber die Probleme und Verbesserungen, die werden hinterher an den Benchmarks wohl wahrscheinlich noch einiges machen. Und ich würde sagen, wir starten mal rein mit der Hardware. Black Horizon ist Anfang 2020 wieder zurück in unseren Kopf geschossen, weil wir damals mal einen Core P7 aufbauen wollten und das dann am Ende nur zum Core P5 geworden ist. Also, das große Gehäuse hatten wir da, aber wir haben hinterher die beiden Flügel nicht montiert und deswegen war es dann halt ein Core P5, ne? Kleineres Gehäuse. Und diesmal ist es halt komplett, also mit Flügel, mit Riesenwasserkühlung, da allem drum und dran. Und jetzt stelle ich euch mal die Hardware vor. Also, großes Gehäuse, Thermaltake Core P7. Als Mainboard haben wir verwendet das Gigabyte Z490 Vision D. Deswegen ausgewählt, weil es Thunderbolt 3 Anschlüsse hat und theoretisch auf den Anschlüssen bis zu 40 Gigabit pro Sekunde an Datenübertragungsraten schaffen könnte. Das war eigentlich so mein Hauptgrund, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, wie performt Thunderbolt überhaupt. Hatte ich bisher noch nie. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder von weggehen, aber dazu später mehr. Also, Thunderbolt 3 Anschluss habe ich auch hier am USB-C mit einem Adapter von Orki im Betrieb. Funktioniert soweit. Also es wird alles ganz normal erkannt, es funktioniert alles. So viel zum Mainboard. Als Prozessor ist der Intel i9 10900K auf dem Board und der ist getaktet auf 5,1 GHz mit AVX auf 5 GHz. Ne? Ganz einfach aufgrund dessen, dass der halt sehr, sehr heiß wird. Der läuft auch schneller mit 5,3 GHz zum Beispiel, aber die Tests, die ich mit 5,3 GHz gemacht habe, da war der Prozessor alleine im Wasserkreislauf. Und da jetzt aber das restliche System mit eingebunden ist, inklusive Grafikkarte etc., wird das Ganze wärmer. Und dementsprechend kann man den Prozessor nicht mehr so hoch takten. Der wird dann einfach zu heiß. So, also 5,1 GHz beim Prozessor und der Cache, der ist auch etwas erhöht von 4,3 auf 4,5 GHz. Da ist auch noch eine kleine Leistungssteigerung und das sind alles Sachen, die natürlich Strom brauchen. Und deswegen haben wir hier das Thermaltake Tough Power PF1 mit 1050 Watt und adressierbarer RGB-Beleuchtung. Das war auch der Hauptgrund, warum ich es gekauft habe. Denn hier sollte alles adressierbar RGB-beleuchtet sein. Und da gab es nicht viel Auswahl. Also ich habe mich dafür entschieden. Es hat genug Leistung. Und aber auch einen Fehler, einen der beiden Fehler. Von daher dazu später auch nochmal mehr. Und, oder sagen wir es jetzt sofort, die Kondensatoren oder ein Kondensator, ich weiß es nicht genau, ich will es auch nicht aufmachen, wegen Garantie, da ist ein Kondensator drin, der knackt, sage ich mal. Also man hört da, als wenn da eine kalte Lötstelle wäre. Und das macht er ganz oft im Idle ohne Last. Sobald Last anliegt, ist das weg. Ja? Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich es einfach austausche oder ob ich hinterher ein Netzteil nehme, was dann keine Beleuchtung hat und wo ich dann die Beleuchtung selber nachrüste.
Also in Form von einem RGB-Lüfter, der dann einfach das Kabel nach draußen gelegt bekommt und angeschlossen wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz eins, aber das hat mit der Leistung am Rechner erstmal nichts zu tun. Das kann man hinterher noch auswechseln. So viel zum Thema Netzteil. Dann haben wir verbaut Grafikkarte. AMD Sapphire Radeon RX 6800 XT, wenn man es komplett ausspricht. 16 GB Arbeitsspeicher mit Raytracing und dem EK Waterblocks. Wie nennen sich die neuen jetzt? EK Waterblocks. Quantum Vector. Jetzt, es dauert manchmal. Ja. Die neue Serie heißt Quantum Vector. Und das ist der nagelneue Kühler, gerade raus, ganz frisch, inklusive Backplate. Übrigens, sehr interessant, wenn ihr euch den Wasserkühler kauft für diese 6800 XT, nehmt die Backplate mit. Die macht wirklich was an Temperatur wett. Also die Wärmeübertragung da, also das Teil ist, ich muss sagen, die EK Waterblocks Kühler sind ja so schon gut, aber der hier, der performt Sahne. Also 60 Grad Wassertemperatur und 2800 Megahertz. Da ist auch das Limit von AMD, also ich komme da auch nicht höher, aber die Karte geht auf 2800 Megahertz. Im Anno 1800 Benchmark. Deswegen liegen wir da auch bei den FPS ganz weit oben. Und wirklich sehr gute Karte mit sehr gutem Kühler. Die perfekte Kombination habe ich so noch nie gehabt in der Kombination. So hoch taktbar bei so niedrigen Temperaturen. Perfekt. Werde ich auch nicht mehr abgeben. Braucht auch keine Fragen. Wird jetzt in der Sammlung drin bleiben und Ende. So, Grafikkarte ist also auch abgehandelt. Was haben wir noch zu sagen? 32 GB Arbeitsspeicher, Patriot Viper mit 3600 MHz CL17, auch übertaktet auf 3800. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen höher. Dazu sage ich später auch noch was. Festplatte M.2 von SanDisk, die Extreme Pro, wo habe ich? Ich habe gerade hier. Extreme Pro mit 500 GB. Leistungsmäßig 3400 MB im Lesen, 2500 im Schreiben. Ist nicht so die allerschnellste, da geht noch mehr. Aber ich kaufe jetzt keine High-End-SSD, wenn auf den Boards von Intel PCI Express 4 noch nicht verfügbar ist. Das kommt ja erst mit der nächsten CPU-Generation. Dann werden die Boards wahrscheinlich bleiben, mit den neuen CPUs wahrscheinlich kompatibel sein. Und durch BIOS-Updates denke ich mal dann auch PCI Express 4 unterstützen. Und dann kann man auch mal überlegen, macht man was an der Festplatte, geht man da eventuell auf die Western Digital, die 850er, also SN 850, und die dann da 7 und 8000 MB pro Sekunde können. Da wird das interessant. Aber jetzt im Moment nicht der Rede wert, bleibt erstmal bei den 3.500 MB pro Sekunde. Sollte auch eigentlich ausreichen. So, kommen wir zur Kühlung. Riesiges Kühlsystem. Insgesamt drei Radiatoren. Drei Stück, zwei rechts und links, einen in der Mitte unten. Sehr dick. Das ist natürlich etwas, wo man viel Luftdruck braucht. Denn diese Alpha-Cool-Radiatoren hier, das sind die UT60, die sind 6 cm dick und 420er in 420 mm in der Höhe. Das heißt, es sind 140 mm Lüfter drauf und die brauchen einen hohen statischen Druck, ja, damit ja auch die Luft wirklich nach hinten durchgedrückt wird und nicht das einfach verpufft, weil sie da nicht genug Druck erzeugen können. So.
Das sind also 420er, 6 cm dick, und der in der Mitte ist 4,5 cm dick. Das ist ein XT45 in 300, in der 360er Version. Da sind also 120 mm Lüfter drauf. Und die Lüfter sind dann halt am Ende entscheidend bei so dicken Radiatoren, damit da auch wirklich Luft durchgepresst wird. So. Deswegen habe ich gesucht und bin tatsächlich auf Alpenföhn gestoßen. Alpenföhn in Deutschland entwickelt, engineered, produziert natürlich wahrscheinlich in China, steht glaube ich auch auf den Kartons. Können wir mal gucken, was da drauf steht. Ja, German Engineering, made in China. Ja, aber die sind wirklich gut. Die haben adressierbare RGB-Beleuchtung, die sind sehr leise und die haben einen hohen statischen Druck, weil diese Lüfter, ich halte den mal an, die haben sehr viele Lüfterblätter und die sind sehr fein. Ja? Das heißt, dadurch, dass die so eng anliegend sind und dass es viele Lüfterblätter sind, können die einen Druck erzeugen. So. Und das Zweite bei den Lüftern ist, die haben ein geschlossenes, viereckiges Gehäuse. Die liegen also schön bündig am Radiator an und schließen auch auf dem Radiator bündig ab. Das heißt, da kann hinterm Lüfter keine Luft entweichen. So, ne? Hier ist also alles schön zu am Rand entlang. Das heißt, die Luft, die von vorne durchkommt, wird auch wirklich nach hinten durchgepresst. Ist sehr wichtig bei Radiatorlüftern. Also wenn ihr euch Lüfter kauft, guckt im Internet, seht dann schon anhand der Optik, wenn die hinten oder wenn die, wenn die Rahmen rund sind, sieht man schon, da könnte da an der hinteren Seite irgendwo Luft entweichen. Da braucht ihr die gar nicht dafür nehmen. Das sind Gehäuselüfter, dafür funktionieren die, aber nicht für Radiatoren. So, also Alpenföhn Wingboost 3. 9 Stück an der Zahl. Machen genügend Druck, laufen sehr langsam. 40% der maximalen Geschwindigkeit reichen aus für die Radiatoren. Man kann da auch mal richtig Dampf machen, dann merkt man das auch an der Wassertemperatur und die fällt dann direkt 2-3 Grad ab, ne, wenn man da mal richtig Druck durchmacht, aber ist gar nicht nötig. Es sei denn, man macht jetzt Benchmarks, ne, dann müssen die einmal voll laufen. So, wir haben also Radiatoren, jetzt haben wir noch zwei Pumpen, Bixky-Pumpen, rechts und links. Die gleichen Pumpen, die laufen auch 40-50% der maximalen Pumpenleistung und die bekommt man aktuell nicht in Deutschland. Ich habe sie tatsächlich bei AliExpress bestellt, hat auch wie immer 6-8 Wochen gedauert, bis die da waren und ja, tun ihren Job. Die eine macht beim Anlaufen, beim Einschalten des Rechners kurz mal so ein Drehzahlgeräusch, ne, dass sie ein bisschen Unwucht hat, aber ist dann auch sofort weg, sobald die dann angelaufen ist. Ich habe aber noch Ersatzpumpen hier, da könnte man eventuell auch noch mal was machen, wenn man das weghaben will, aber ist, sie läuft so einwandfrei und deswegen ist das soweit in Ordnung. So, Radiatoren, Pumpen haben wir. Wir müssen natürlich auch etwas haben, um den Durchfluss und die Temperaturen anzuzeigen und dazu habe ich so ein Flowmeter hier eingebaut. Da braucht man keine Elektronik für, da baut man einfach dazwischen und so hat man immer die Gewissheit, dass wirklich Wasserbewegung stattfindet. Und denn die ganze Elektronik, die kann auch mal ausfallen. Ja? Man sieht also vielleicht, dass das Licht leuchtet, dass die Lüfter drehen, aber man hört die Pumpen ja nicht unbedingt. Und dann weiß man nicht, ob wirklich Wasserbewegung stattfindet. So, und das wollte ich unbedingt drin haben, damit man einfach immer sicher gehen kann, die Pumpen laufen oder zumindest eine Pumpe läuft. Ja? Und zusätzlich habe ich dann, weil ich auch wissen wollte, wie sind die Temperaturen, die Wassertemperaturen, habe ich einen Temperatur- und Durchflussanzeiger von Bixky mit eingebaut. Der zeigt die Wassertemperatur, da ist ein Sensor drin für die Temperatur
Und da ist auch ein Durchflussmesser drin. Ja, der funktioniert auf Induktion, über Induktion. Und der zeigt einem tatsächlich dann Liter pro Minute. Muss man dann in Liter pro Stunde aufrechnen, weil die meisten Angaben im Internet sind Liter pro Stunde. Und da liegen wir hier bei dem ganzen System bei etwa 130 Liter pro Stunde. Das sage ich deswegen, weil ich da bei Facebook gefragt wurde. Da hatte jemand sich einen Grafikkartenkühler gewechselt. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welche Marke das war. Auf jeden Fall bekam er da an die 70 Liter pro Stunde nur noch durch. Bei voller Pumpendrehzahl, glaube ich, war das sogar. Und mit einem anderen Kühler waren es dann irgendwie 110 oder so oder 120. Bei den Pumpen hier und der Konstellation mit den 14 mm Röhren, ja, also zwei Pumpen, 14 mm Röhren und drei Radiatoren, den Grafikkartenkühler, den RAM-Kühler, den M2-Festplattenkühler, den CPU-Kühler und was wir hier sonst noch zwischen haben an Sensoren und so, sind es trotzdem 130 Liter pro Stunde. Die laufen bei mir durch und das bei 40% Pumpenleistung. Oder 50% Pumpenleistung. Kann man also nochmal erhöhen. Also ist umgefallen. Okay, nichts Wichtiges. Kann man also nochmal erhöhen, indem man einfach die Pumpendrehzahlen erhöht. Was der Rechner aber automatisch macht, sobald die Temperatur, die Wassertemperatur über 30 Grad geht, werden automatisch die Pumpen und die Lüfter in der Drehzahl erhöht. Das macht in meinem Fall hier nicht das Mainboard, sondern ein kleines, feines Gerät, nämlich der Rainpo 2 von Cranksware. Und der regelt hier nicht nur die Beleuchtung, ja, alles, was hier beleuchtet ist, hängt da dran, sondern der hat auch noch einen Temperaturfühler, hängt aber nicht im Wasser, der ist von hinten in den Radiator gesteckt. Ja, der fühlt also direkt am Radiator, an den Lamellen. Und kriegt daher die Werte. Und sobald da 30 Grad überschritten werden, erhöht er die Pumpen- und die Lüfterdrehzahl. Also ein echt geniales Produkt. Müsst ihr mal auf der Cranksware Homepage gucken. Macht wirklich, also regelt hier in dem Fall alles. Das Mainboard ist für sich alleine. Da habe ich schon die Beleuchtung ausgeschaltet. Waren eh nur zwei LEDs. Wollte ich nicht mit dran haben. Aber der Rest hier ist alles über den Rainpo gesteuert. Es ist auch alles aufgeteilt. Also wir haben hier RGB-mäßig vier Zonen, ja? Also links, rechts, Mitte und unten. Ja, vier Zonen, die alle einzeln gesteuert werden können. Und da kann man sich die buntesten Systeme draus bauen. Das kann auch blinken und funkeln und alles Mögliche. Also wer da auf sowas steht, kann ich sehr gut empfehlen. Rainbow 2. So, kommen wir mal zu den Temperaturen der Hardware. Ja, das Wasser kommt von der linken Seite hier kühl rein und geht in den M2-Kühler. Ja, die M2-Festplatte, die ist gekühlt, liegt so dann bei 40 Grad. Die Grafikkarte. Also unter Last bei 40 Grad. Die Grafikkarte geht unter Last bis 65, sage ich mal. Der Arbeitsspeicher, der wird dann auch, ich sag mal so um die 40 Grad, 45 Grad liegen. Der Prozessor ist aber das Sorgenkind. So, der Prozessor, der geht tatsächlich im Maximum, nicht im Gaming, im normalen Betrieb, aber im Maximum geht der bis auf 97 Grad hoch. Bei 5,1 Gigahertz. Ja? 5,1 GHz auf allen 10 Kernen mit Hyperthreading und mit AVX bei 5 GHz. Der wird wahrscheinlich auch 5,1 machen, aber ich habe das AVX jetzt mal um 100 MHz reduziert. Liegen wir bei 97 Grad, Temperaturlimit, ne? Da geht auch nichts mehr. Und deshalb wird der Prozessor geköpft. Ja.
Dazu später noch mal mehr. Also die Temperaturen haben wir jetzt. Jetzt reden wir mal über Leistung. Die synthetischen Benchmarks, damit fangen wir mal an. Also Firestrike Extreme und TimeSpy. Ja? Die beiden Benchmarks, die auf 3dmark.com zu finden sind, die habe ich gemacht und wir liegen beim Firestrike Extreme bei 24.194 Punkten und das gibt in der Rangliste mit dieser Hardware, also 10.900K und 6.800 XT, belegen wir da im Moment Platz 12. Also schon mal sehr, sehr gut. TimeSpy. Der TimeSpy Benchmark, da liegen wir bei 18.746 Punkten und da belegen wir Platz 4 in der Liste. Und da geht noch ein bisschen mehr. Da bin ich dran. Deswegen, da komme ich gleich nochmal zu. Ich kratze noch ein bisschen was und da kriegen wir vielleicht noch einen Platz hoch. Cinebench R15 2744 Punkte. Cinebench R20 6607 Punkte. Und dann habe ich auf der Homepage pcgamingwelt.de noch einige andere Benchmarks, zum Beispiel den Atto Benchmark, zum Beispiel AIDA 64 für die Arbeitsspeicherdurchsätze zu messen. Da sind auch Gaming Benchmarks dabei. Ja, es sind 8 Spiele getestet, unter anderem da Anno 1800, Far Cry 5, Ghost Recon Wildland, Farming Simulator 19 ist dabei, Metro Exodus, Rainbow Six Siege, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Ja, ich denke, das sind die 8. Kann sein, ich was vergessen, aber ich glaube, das waren sie. Und wenn ihr da detaillierte Ergebnisse mal nachlesen wollt, pcgamingwelt.de, da ist wirklich alles schön untereinander aufgelistet und könnt ihr mal reinschauen. Wenn man solche Leistungsdaten hat, hat man natürlich auch Lutschi an der Steckdose. Ja, dieses kleine Gerät zeigt permanent den Stromverbrauch in Watt an. Und da liegen wir im Idle, nicht im Standby, im Idle bei 100 Watt. Das ist so aufgeteilt, dass der Prozessor etwa 8 Watt hat, die Grafikkarte etwa 7 Watt ohne Last und das ist Ganze drumherum, die Beleuchtung, die Pumpen etc., das macht nochmal etwa 85 Watt aus. Ne? Liegen wir roundabout bei 100 Watt, wenn der nichts tut oder einfach nur im Internet ein bisschen klicky-klicky gemacht wird. So, fordern wir den und dann geht es ans Eingemachte, liegen wir bei der beim Prozessor, bei der CPU, bei 361 Watt Stromverbrauch. Und die GPU, die lutscht sich 342 Watt. Und dann haben wir nochmal das Drumherum, die Pumpendrehzahlen erhöhen sich, die Lüfterdrehzahlen erhöhen sich, da kommt dann auch nochmal was extra, dann sind wir beim Gesamtpaket bei 870 Watt Stromverbrauch. Dauerstromverbrauch, da sind keine Lastspitzen drin. Ja, also deswegen ist das 1050 Watt Netzteil wirklich vonnöten. Also ein 1000 Watt Netzteil sollte man bei der Konstellation wirklich haben. Und bei dem Stromverbrauch haben wir natürlich auch, oder sagen wir so, dann kommen wir zum ersten Problem, was wir haben. Ne? Jetzt sind wir bei den Problemen. Das erste Problem war das Netzteil mit dem Knacken im Idle, also ohne Last, was es hin und wieder mal macht. Ja, jetzt ist es gerade nicht da, aber wenn ich da mal sitze und dann auf einmal im Hintergrund so knack und dann nach 15 Sekunden wieder so knack, da dreht man am Rad, das kann ich nicht haben. Also, das muss auf jeden Fall noch behoben werden und deswegen kommt das Netzteil auf jeden Fall, also dieses Netzteil kommt raus und mal sehen, was dann reinkommt. Eventuell wieder dasselbe, vielleicht auch ein anderes, muss man mal sehen, vielleicht ein Seasonic oder so. Mal gucken, was da auf dem Markt verfügbar ist.
So, das zweite Problem bei 870 Watt Stromverbrauch, wenn CPU und GPU ausgelastet werden, dann pfeifen die Spannungswandler aufs Derbste. Das tun die aber auch im normalen Gaming-Modus bei 400 Watt Auslastung. Dann pfeifen die genauso. So, das ist nicht schön. Und das ist allerdings nur eine Gehörsache, ne? Ich bin da natürlich sehr empfindlich und das steht auch direkt in meinem Rücken. Von daher sollte das nicht sein. Und deswegen wird das Board auf jeden Fall ausgetauscht. Ich hatte das Board eigentlich wegen den Thunderbolt 3 Anschlüssen gekauft. 40 Gigabit pro Sekunde, Übertragungsraten, theoretische. Da wollte ich eigentlich was mitmachen, aber Thunderbolt ist jetzt aufgrund der Spannungswandler-Thematik kein Thema mehr. Ja, da musste ich mich mit abfinden, weil es gibt nicht viele Boards mit Thunderbolt. Und das ist halt ein Creator-Board, damit kann man halt durch den Videoeingang am Board selber und so weiter direkt Videoschnitt betreiben. Das ist eine schöne Sache für Creator, die nicht übertakten wollen. Dafür tut es das wahrscheinlich. Wird hier wahrscheinlich auch funktionieren mit dem 10.900K auf Stock als Basistakt, ohne dass man da was hochschraubt. Wäre wahrscheinlich die Spannungswandler-Thematik kein Thema, aber in meinem Fall, sie kreischen um ihr Leben und das kann so nicht bleiben, ganz einfach. So, deswegen, das Board kommt raus und gerade heute, in der letzten Stunde, bevor ich dieses Video angefangen habe, war die Post da. Ich habe mir nämlich gestern und jetzt muss ich ein ganz fettes Lob aussprechen. Die Firma Alternate ist Weltklasse in Liefergeschwindigkeiten. Das muss ich einfach so sagen. Es hat bisher kein einziges Paket gegeben von Alternate, wo ich länger als 2 Tage drauf gewartet habe. Weltklasse. Alternate, top, muss ich sagen. Da gibt es andere Firmen wie Case King aus Berlin. Da wartet man dann, bis es dann im Raum Köln ist, wartet man dann auch schon mal 4 Tage oder 5. Ne? Je nachdem, wie viel die zu tun haben, das weiß man ja auch nie so. Ist dann der Postweg noch dabei und dann sind es ganz schnell 3 bis 5 Tage. Ist nicht so geil. Alternate, top, muss ich sagen. Gestern Morgen bestellt, heute da. Ja? Ich darf es zeigen, wa? Das will man sehen. Ich habe eben gesagt, die Spannungswandler, die kreischen um ihr Leben. Und was, wenn die um ihr Leben kreischen, dann kann man sich denken, dass die sehr heiß werden. Und ja, die gehen an ihr Limit. 124 Grad Spannungswandlertemperaturen. Und das war das K.O.-Kriterium, denn im Benchmark, als ich die 124 Grad registriert habe, da habe ich dann auch gesehen, dass natürlich, wenn die Spannungswandler zu heiß werden, die Spannung reduziert wird. Und was passiert, wenn Spannung reduziert wird? Der Prozessor taktet runter. Und dann ist der Benchmark für den Arsch. Und Entschuldigung, für den Arsch. Aber ist so. Dann habe ich einfach einen versauten Benchmark aufgrund so hoher Spannungswandlertemperaturen. Das heißt einfach, dass das Board für ein 10.900K, der so übertaktet ist, nicht geeignet ist. Das ist ein Creator Board. Ich wollte das Creator Board, weil es einfach hübsch aussieht und weil es Thunderbolt hatte und viele Spannungswandler auch, ne? Also es sind ja wirklich viele Spannungswandler. Ja. Aber die sind halt trotzdem nicht in der Lage, den 10.900K kühl zu betreiben. Geht nicht. 124 Grad ist zu viel. Deswegen habe ich mich umgeschaut und mal nachgesehen, wo man denn an ein Board kommt, was auch Spannungswandler kühlt. Und ich habe bisher viele Asus-Boards gehabt. Viele, viele Asus Formula-Boards, wo die Spannungswandler gekühlt sind, wo dann allerdings die CPU ohne Kühler kommt. So, man muss also bei den Formula-Boards,
die ohnehin schon preislich teuer sind und gekühlte Spannungswandler haben, muss man dann noch einen zusätzlichen CPU-Kühler kaufen. Muss ich ja hier auch. Ist eigentlich nicht das Problem. Aber dann habe ich überlegt, es gibt auch Boards mit Monoblöcken. Da ist die CPU und die Spannungswandler, das ist ein Block und der wird halt komplett montiert. Und da habe ich mich umgeschaut und bin hoppla hopp ganz schnell bei MSI gelandet und das MSI ist jetzt da. Ich darf es vorstellen. Schwer. MSI MPG Z490 Carbon EKX mit Monoblock. Ja? Die Carbon-Optik ist nicht jedermanns Sache. Muss man schauen, wie die hier in dem System kommt. Ansonsten wird sie abgezogen oder überklebt oder was auch immer. Muss man mal schauen. Vielleicht bleibt es auch so. Aber das Board ist ein Gaming-Board. Ja? Monoblock-Kühler, das heißt, die Spannungswandler können in den Temperaturen gar nicht mehr so hoch gehen. Also zumindest nicht auf bis 124 Grad. Ne? Unmöglich. Und jetzt schauen wir uns mal kurz hinten drauf an. Es gibt ein paar Unterschiede. Das MSI-Board hat zwei USB-Anschlüsse weniger, hat aber auch einen USB-C-Anschluss. Generation 3.2x2. Das bedeutet einfach, dass wir hier Übertragungsraten von 20 Gigabit pro Sekunde erreichen könnten. Die Thunderbolt 3 Anschlüsse, die ja auch mit USB-C verbunden sind, die können 40 Gigabit pro Sekunde. Also es ist im Prinzip die Hälfte nur. Ich kann allerdings meinen kleinen Hub hier weiter benutzen, da meine USB-Geräte dran anschließen. Sollte auch ausreichend sein für alles, was ich so an USB habe. Ansonsten hat das Board natürlich keinen Videoeingang. Das ist kein Creator Board, ja, so wie das Gigabyte Board. Und es fehlt ein Netzwerkanschluss, beziehungsweise er fehlt nicht, er ist einfach nicht da. Es ist ein Netzwerkanschluss mit 2,5 Gigabit pro Sekunde dran. Ja, das reicht auch vollkommen aus. WLAN. Entschuldigung. WLAN ist auch drauf. Es ist auch, soweit ich das sehen kann, ein hochwertiger Audiochip drauf. 120 Dezibel, 192 Kilohertz auf 24 Bit steht jetzt hier. Was ist das für ein Chip? Ein 8-Kanal. Er hat auf jeden Fall einen optischen Ausgang auch. Ganz gut für meine Soundanlage, denn die hängt am optischen Ausgang. Zum WLAN haben wir 2,4 Gigabit pro Sekunde, MU-MIMO und Bluetooth 5.1. Das ist Wi-Fi 6 in dem Fall. Und ansonsten ist das nicht sehr spektakulär ausgestattet, weil es das als Gaming-Board auch einfach nicht nötig hat, muss man mal einfach so sagen. So, in dem Fall, also, ich kann mal den Monoblock rausholen, damit man mal sieht, was das für ein Trümmer ist. Also wirklich eben erst gekommen, ne? Vor einer Stunde. Deswegen ist noch alles versiegelt und noch nicht aufgemacht und so. So. MSI MPG Monoblock von EK Waterblocks. Ja. Man sieht hier von hinten, hier sind die Spannungswandler oder hier drückt der Block auf die Spannungswandler. Hier müssten auch irgendwo als Zubehör dann die Kühlpads und alles bei sein. Ich weiß gar nicht. Ich hole das mal raus. Boah, da ist vielleicht das Zubehör bei. Also, wir haben einen von EK Waterblocks, einen EK-Leak-Tester. Ja, da kann man einfach mal Druck aufs System machen, ohne dass man Wasser einfüllen muss. Brauche ich in meinem Fall nicht, weil ich behaupte einfach mal, dass ich weiß, was ich tue. Wenn ich die Dinger verschraube, weiß ich, dass die dicht sind.
Deswegen, ich gehe da eigentlich kein Risiko ein, weil ich auch einfach keinen Bock habe, dass mir hier irgendwo Wasser rausläuft und ich alles trockenlegen muss oder sogar die Hardware kaputt geht. Ja, da bin ich einfach wirklich zu vorsichtig für. Deswegen wird der Leak-Tester gar nicht genutzt werden. Mal ganz ernsthaft. MSI. Wer hat denn heute noch ein DVD-Laufwerk? Wer? Soll ich euch sagen? Ich. Aber so kein richtiges mehr, sondern einfach so ein altes CD-Laufwerk aus einem Laptop mit einem Adapterkabel. Ja, ich habe sowas noch, aber die meisten haben sowas nicht mehr. Schmeißt doch einfach einen 8 GB oder noch kleiner, einen kleineren USB-Stick damit rein. Die kosten noch weniger als die CD wahrscheinlich. Na, nur mal so am Rande. So, also, eine CD ist dabei. Was haben wir denn noch hier? Oh, ein MSI-Zeichen. Ein bisschen was Papierkram, Papierkram, Papierkram. Noch mehr Papierkram. Kabelbeschriftungssticker. Ist klar. So, noch mehr Papierkram. Handbuch, ein richtiger Wälzer. In verschiedensten Sprachen. 1, 2, 3, 4 Sprachen. Englisch, Deutsch, weiß ich nicht was, und irgendwas Kyrillisches, weiß ich auch nicht was. Sehr groß, sehr groß bebildert. Guckt euch das mal an. Das was für Blinde, fast Blinde. Man darf ja nicht nur Blinde damit einbeziehen. Ja, ein paar Schrauben sind dabei. Was ist das? Das ist das RGB-Kabel. Hier, da. Wärmeleitpads sind im Lieferumfang mit dabei. Ja, für den Monoblock zu montieren. Wärmepads dabei. Hier ist ARGB-Adapterkabel. Hier ist noch, wenn du nochmal durch das Schlüsselloch guckst, ne? So. Wärmeleitpaste ist auch dabei. Das dürfte die WLAN-Antenne sein. Noch mehr RGB. Aber 12 Volt normal RGB. SATA-Kabel. So. Ja. Also, alles dabei, was man zum Montieren braucht. Und die EK-Pads, die sind wirklich gut. Die habe ich ja jetzt auch schon auf der Grafikkarte verwendet und getestet. Und die sind wirklich sehr weich und die scheinen sehr gut zu übertragen, wie man hier an der Backplate und so weiter merkt. Man merkt übrigens hier von der Acrylseite, merkt man gar keine Temperaturen. Ja, da geht also das Acryl erwärmt sich gar nicht. Das wird wirklich übers Metall alles abgeführt. Und auf der Rückseite, die Backplate, da merkt man wirklich, die wird warm. Und da ist eine richtige Wärmeableitung. So. Jetzt habe ich das alles hier liegen. Jetzt können wir heute Mainboard auspacken, oder? So, wir sind jetzt auch fast am Ende des Videos. Ich will jetzt auch nicht zu lang ziehen. Das ist wirklich leicht. Kann ich erkennen? Da ist ein ALC 1220p oder was drauf. Das ist sehr klein, also ALC 1220p.
Und das hinten sieht aus wie ein P. Also der 1220 Chipsatz, den gibt es, glaube ich, in verschiedenen Versionen. Von daher, der wird seinen Dienst tun. Der hat ja auch keine großen Anforderungen. Also ich bin ja kein Audio-Fetischist. Aber das sieht mal echt. Carbon EKX. M.2, so wie es aussieht. Ich denke nicht, dass hier noch was drunter ist. Sieht nicht so, oder? Nein. Nee. Spannungswandler sind hier 12 Phasen für die CPU und 2 Phasen fürs Drumherum. Ansonsten haben wir hier jede Menge Lüfteranschlüsse. Systemfahren 1, 2, Pumpenfahren einer, Systemfahren 6. Also es sind jede Menge, da ist nochmal CPU-Fahren. Was haben wir denn hier noch an Fahrens? Hier unten haben wir auch nochmal 2 Lüfteranschlüsse drauf. Die ganzen RGB, normales USB, Audio ist da. Hier sind mehrere USB drauf, sehe ich gerade. Wir haben hier 2 normale USBs, USB 3, den Audio, Trusted Platform Modul, hier kommen die ganzen Kabel für die Schalter dran. Was haben wir denn da noch zwischen? Temperatursensoren kann man anschließen, soweit ich das sehe. Ja, ansonsten ist hier hinter, muss ich jetzt mal zeigen, hier ist die CPU drin, hier kommt der Monoblock drauf und hier drunter ist Luft. Das heißt, der Monoblock, der ragt da ein bisschen rein. Ja. WLAN-Karte sieht gesteckt aus. Ja, scheint Sockel zu sein mit Stecker. Kann man also sich die WLAN-Karte austauschen, wenn man das möchte. Gibt ja immer Leute, die aus ihrem System auch einen Hackintosh machen wollen. Das funktioniert natürlich mit Intel-CPUs am besten. Es geht auch mit AMD, aber es ist schwieriger. Deshalb eine Intel-CPU mit einer Grafikeinheit, so wie der 10900K, der hat ja eine UHD 630, glaube ich, da als Grafikeinheit eingebaut. Den könnte ich theoretisch auch als Hackintosh nutzen, ja, also als Apple-Rechner. Und da funktionieren aber nicht alle WLAN-Karten und schon mal gar nicht die von Intel. So, die funktionieren gar nicht. Deswegen kann man auf diesen Boards sehr häufig mittlerweile die Karten, wenn man sich das alles aufschraubt hier, kann man sich die Karte rausziehen und da eine Realtek-Karte einbauen. Keine Realtek-Karte, Entschuldigung, das ist eine Broadcom-Karte. Die Broadcom-Karten, da gibt es verschiedene. Da muss man sich einfach mal umschauen auf den, am besten im Hackintosh-Forum. Da gibt es auch Listen, welche Broadcom-Karten funktionieren mit den aktuellen Systemen. Und dann kauft man sich davon eine bei eBay oder was. Die sind dann allerdings recht teuer, die Karten. Weil die Leute, die verkaufen, die wissen ganz genau, diese Karte, wer sich die kauft, einzeln, der will wahrscheinlich einen Hackintosh bauen. Und entsprechend teuer sind die Karten dann. Es gibt aber mittlerweile auch auf dem PCI Express Einfachsteckplatz gesteckte WLAN-Karten. Die liegen dann ähnlich im Preis. Dafür muss man aber hier die Intel-Karte nicht ausbauen. Die kann man einfach dazu stecken, wenn einem dort optisch gefällt. Kann man die einfach dazu stecken und dann funktioniert es auch. Ne? Dann deaktiviert man die Intel und lässt die halt aktiviert und fertig. So viel zum Thema Hackintosh, mal kurz am Rande. Ja. Ich würde sagen, das ganze System, da muss gleich das Wasser raus, weil ich möchte unbedingt mal testen, wo wir denn spannungswandlermäßig liegen. Dafür ist natürlich jetzt viel Arbeit notwendig. Das Wasser muss raus, die Röhren müssen wieder ab, also Grafikkarte runter, Röhren ab, CPU-Kühler muss runter, ich muss ja an die CPU kommen. Die Arbeitsspeicher müssen ebenfalls raus, die müssen auf das andere Board rüber. Es muss also alles, was hier oben ist, muss raus.
inklusive der Röhren. Und dann muss auch noch die CPU geköpft werden. Ich werde von allen Sachen Bilder machen. Ich werde nicht alles auf ein Video aufnehmen, aber ich werde alles bebildern und das auch auf die Homepage laden. Da sind übrigens noch nicht alle Bilder drauf. Also viele Werte reingetippt schon und auch hier und da ein Bild vom Gesamtsystem, aber es ist noch nicht, es sind noch nicht die Details da, also die Kleinigkeiten, die fehlen da noch. Also einige Bilder, viele Bilder, und das muss ich machen, wenn ich dazu komme. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt während des Umbaus werde ich auf jeden Fall Bilder machen, damit ihr das ein bisschen nachverfolgen könnt. Und dann werde ich auch komplett neue Benchmarks machen. Also alle Benchmarks, die jetzt auf der Homepage sind, werden nochmal gemacht mit dem neuen MSI Carbon EKX Mainboard und der geköpften CPU. Ja? Ich könnte es auch nochmal ohne die geköpfte CPU machen, also so wie sie jetzt ist. Aber ich möchte schon da die 3 bis 10 Grad noch rausholen, je nachdem, wie da die Wärmeübertragung ist. Und dann werden wir uns danach, wenn ich dann alles wieder zusammen habe, hier drin, werden wir uns wiedersehen zu einem neuen Video. Und dann werde ich nochmal alles reviewen, was da so stattgefunden hat. Und dann können wir auch nochmal über Leistungsdaten, Temperaturen etc. sprechen. So, also, würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Video wieder da seid. Schaut gerne mal euch die anderen YouTube-Videos an, auch vom System, was da so passiert ist. Da gab es ja zwischendurch auch Lieferprobleme mit AliExpress und sowas, alles im Video so festgehalten. Ihr könnt auch gerne mal auf Facebook gucken, da sind immer wieder mal so ein paar Detailfotos drauf, zum Beispiel von der Grafikkarte, da ist ein sehr schönes Foto drauf. Videos gibt es hin und wieder live auf Twitch, da aber eher Gaming-Streams, ja, Spiele. Ansonsten alle Details zu den Gaming-Benchmarks und den normalen Benchmarks zum Nachschauen und auch zum Nachmachen. Also macht auch mal gerne, ladet euch mal so ein Tool runter von denen, die ich da rede und wovon ich da rede und guckt euch mal an, wie viele Punkte ihr da so im Timespy oder sonst wo holt. Könnt ihr da alles nachlesen und vergleichen auf pcgamingwelt.de. So, ich mache das Video jetzt hier, ich cutte das und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye und ciao.